Willkommen zurück, Assassin's Creed Black Flag. Und ja, wir müssen immer noch die Pulverfässer stehlen. Und haben ja zwei von vier schon uns beseucht in der letzten Folge. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch die letzten zwei besorgen. Jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt irgendwie in diesen Bereich kommen, weil da hinten ist auf jeden Fall Typ mit Schlüssel, das ist eine Nebenaktivität fürs Lagerhaus. Das interessiert mich aber jetzt erstmal herzlich wenig, denn da ist auf jeden Fall das Pulverfass da links. Und da sind so viele Leutchen hier. So viele Gegner. Somit, oah. Somit heißt es für uns, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir da irgendwie ungesehen drankommen. Ich werde es mal, glaube ich, von hier versuchen. Komm hin. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm. Genau. Du lässt dich schön schlafen. Wir rauben ihn wieder ein wenig aus. Damit hätten wir schon mal den ersten ausgeschaltet. Noch bin ich nicht im Schwergebiet. Es wird, glaube ich, doch ein bisschen tricky, das Ganze hier. Ich versuche es noch mal ein bisschen weiter außen rum. Oh, da steht auch eine ganze Meute. Also wenn wir hier, glaube ich, Alarm auslösen, also dann wird es doch ein bisschen trickiger und voller. So, gucken wir mal, ob wir irgendwie da reinkommen, ungesehen. Sind wir auf jeden Fall schon mal im Sperrgebiet. Das ist schon mal sehr schön. Die Wachen vorne haben uns nicht gesehen. Ne. Und somit, ich glaube, den auf dem Dach, das ist, glaube ich, so den ersten, den ich versuche mal auszuschalten. Weil der ist mir ein bisschen nicht schön. So wie der da steht vor allen Dingen. Es ist doch ein bisschen. Tja, wie kommen wir da ungesehen? Ungesehen da dran. Und da sind doch ein paar größere Gegner. Hallo? Hallo? Ja, der Typ auf dem Dach ist der erste hier, den ich mir jetzt, glaube ich, vorknöpfen werde. So. Ja. Jetzt auf jeden Fall schon mal einen besseren Überblick über das Ganze, über die ganze Chose hier, wo hier rumgelaufen wird. Und okay, da hinten ist auf jeden Fall was zum Reinspringen. Mal gucken, dass wir auf das nächste Dach kommen. Natürlich ungesehen. Wäre natürlich am schönsten. Geh weg, du Huhn! Ich wünsche, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Da oben auf dem Dach läuft auch einer. Aber der stört mich jetzt erstmal so grob erstmal nicht. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Oh, gibt's doch nicht. Genau da, wo so viele rumstehen, da müssen wir hin. Mann. Könnt ihr nicht woanders hinlaufen? Oh, die.
machen das anders. So, die schlafen jetzt erstmal eine Runde. Ah, wow. Genau, bam. So. Nein, 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 nein. So, dann gibt's jetzt ein bisschen Assassin's Creed Action hier. Wow, wow, das wird, glaube ich. Oh ja, das wird, glaube ich, ein bisschen. Oh, ich glaube, der eine hat den anderen gerade erstochen. Kann das sein? Wow. Wow, lauf, lauf. Wow. Edward, lauf weg. Edward, das ist ein bisschen viel. Wow. Oh nein, da ist eine Glocke. Eine Alarmglocke. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ja! Komm her, du Kleiner! Oh nein! Wow, 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 wow! Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Ja, wollen wir mal ein bisschen hier. Ein bisschen rumlaufen. Da können wir hier doch schon das Pulverfass mitnehmen. Nein, können wir anscheinend nicht. Okay! Okay, 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 okay. Nein, kein Shot. Nix mit Shot hier. Nix mit Shot. So, den hätten wir auch schon mal. Oh, das wird ein bisschen hier brenzlig hier, das Ganze ist ganz schön. Wow, wow, wow. Hey, get out here, Schrubber. So, den hätten wir auch. Und weiter geht's. Ich glaube, so spielt man nicht Assassin's Creed, aber Reflex spielt so. Juhu, komm, folgt mir doch, folgt mir doch, folgt mir doch. Wow, wow, aber nicht so. So. Und rüber alle, hopp und hopp und hopp. So, den nehmen wir auch noch mit. Mein Gott, wir betäuben die alle hier. Wow. Wow. Ob das was mit dem Pulverfass noch wird heute? Okay. Oh, wie viele da hinter uns her sind. Das ist ja wie in so einem Zombie-Modus. Ah, wow, wow. Sollen die mal irgendwie geschleunigst loswerden? Das wäre viel interessanter. Ah, ich hoffe, das bringt jetzt ein bisschen was. Oh, es hilft auch noch. Ja, natürlich. Willst du mich verarschen oder was? Komm. Das gibt's doch nicht. Uah. Whoa, no, whoa, whoa. Weg hier, weg hier, weg hier, eine Bombe! Wow! Boah, fuck! Das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Fuck. Weiß gar nicht, darf man die eigentlich erschießen?
Lauf! Edward, lauf doch! Edward! Obwohl, den Typ mit den Schlüsseln, den können wir natürlich auch erledigen. Dann haben wir den Schlüssel schon mal. Okay, oder auch nicht. Aber es werden immer weniger, habe ich das Gefühl. Ja, es werden immer weniger. Oh mein Gott, was ist das für eine Folge? Gibt's doch nicht. Ich habe auch gleich einen Clear Shot. Ja, ich werde jetzt Knarren rausholen. Das wird mir jetzt hier zu bunt. So, ab ins Gesicht geschossen. So. Mein Gott, wir müssen auch nur das dämliche Pulverfass besorgen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, Mann. Gott sei Dank mal ein bisschen Ruhe. Wow! What the fuck? Okay, noch einer weniger. Der Dicke hier, da machen wir, die zwei Dicken machen mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, die werden schwieriger. Mist aber auch. Oh, der wirft eine Granate, sehr schön. Ja, Konter, ich drück doch Konter. Hallo. Na, endlich, jetzt machen wir ihn alle. So. Sehr schön. Oh, mein Gott, was ein Stress. Jetzt können wir wenigstens so ein bisschen erbeuten hier alles. Die ganzen Leutchen. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Real in unsere Taschen. Und ein bisschen, ja, mehr Geld, wie gesagt, auf dem Konto. Und, ah, sehr schön. Und natürlich erstmal die ganzen Leichen suchen, die wir hier hinterlegt haben. Ich glaube, hier ist noch eine. Ja. Das lohnt sich ja doch dann. Ich glaube, hier war, glaube ich, auch irgendwo was am Liegen, oder? Lag ja nicht noch irgendwo jemand, den wir erledigt hatten? Ich glaube, hier in den Busch, ne? Kann das sein? Oder? Hallo, lag ja nicht noch? Ne, okay. Schauen wir mal, dass wir hier noch irgendwo... Ich meine, wir hatten hier noch ein paar liegen gehabt. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie verschwinden. Das wäre natürlich schade. Hier ist auf jeden Fall der Schlüssel, den nehmen wir mit. Dann haben wir den schon mal. Aber wo haben wir denn die anderen? Haben wir auch keine mehr? Vielleicht verschwinden die auch. Nach einer Zeit, ich weiß es ja nicht. Sieht nämlich danach aus. Oder liegt hier noch einer drin? Ne. Gut, dann... Ja, wir werden, sind natürlich im Sperrgebiet. Ja, dann werden wir hier mal das Lagerhaus öffnen. So interagieren. Ja, mal ein bisschen was kaputt. Das hat sich richtig gelohnt mit der Plünderung. 20 Holz, 40 Metall, 20 Stoff, 30 Rum, 20 Zucker. Verkaufen Sie in Rum und Zucker für 58 Real an den Hafenmeister oder eine Kapitänskajüte. Ja, wunderbar. Mit diesen tollen, aufregenden Bildern entlasse ich euch mit dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut. Ciao.